Ach ja, Hallöchen auch an diesem wunderschönen Sonntag. Wir sind jetzt nach Habkern hochgefahren mit dem Bus. Das ist ein bisschen östlich von Beatenberg, wo das struggelt mit ihren Wanderstöcken und bezweifelt immer noch, dass wir den richtigen Weg gehen. Vielleicht kommen wir ganz woanders aus. Vielleicht finden wir jetzt ein verschollenes Bergdorf. Wir müssen jetzt da hinten hin und im Endeffekt sind jetzt da hinten irgendwo, also hinter dem Berg, Eigermönch und die Jungfrau. Einmal mit schnellen Menschen wandern. Freunde, schaut, das sind echt ein Haufen Bauchkleider. Na, sieh an, wer es da endlich für nötig hält, aufzutauchen. Weil man jetzt dazu sagen muss, dass Mutter sich die Strecke ausgesucht hat. Da jetzt schon schnauft wie so ein Schlauchboot. Ja. Sauerstoffzelt? Ja. Na, das kann ja was werden. Operation Brücke. Sah erstaunlich gut aus. Nee. Das ist ein Busser. Hier kreist schon seit gefühlt 300 Metern irgendwie so ein Bussard, so ein Mäusebussard. Krasses Vieh. Man sieht mittlerweile schon die Bergspitzen von ganz hinten. Und so macht man offiziell seinen Schuh nass. Hallo Kühe. Oh Gott. Ja, oh, oh. Der eine scheint Husten zu haben. Hallo. Nettes Völkchen, die Kühe. Auch gerade noch entdeckt auf dem Kuhstall. Der verrückteste Schornstein, den ich je gesehen habe. Naja, solange es funktioniert. Oh. Von da ungefähr, da unten, sind wir losgelaufen, ungefähr so. Wir machen schon mal Fortschritte. Haben es jetzt aber auch so ungefähr 2 Uhr nachmittags. Und man merkt halt echt, dass die Sonne so dermaßen raufbrennt. Zum Glück haben wir Sonnencreme mit. Man kann auch jetzt ungefähr den Eiger, Mönch und Jungfrau sehen, aber daneben ist noch so ein Horn. Was ist denn das? Weiter hoch. Aha. Los! Wie sind das? 1, 2, 3. Sind auf jeden Fall ein Haufen Paragleiter schon wieder. Also die scheinen irgendwo da oben zu starten. Oder da unten. Ja, es gibt 2 Startpunkte. So, wir sind fast da. Wir können sogar, das Haus schon sehen. Da ist es. Genau da. Endlich zu Hause. Gerade rechtzeitig, weil gleich geht Formel 1 los. Hihi. Wow, dieser Blick. Ich hab derben Hunger. Mutter hat auch derben Hunger. So, ach ja. Formel 1 ist jetzt vorbei. Leider nicht allzu gut für Vettel. Trotz einem sehr starken Rennen, muss man sagen. Ach ja. Der Blick wird irgendwie auch niemals langweilig. Es gibt halt immerhin trotzdem noch etwas, auf das ich mich freuen kann. Es gibt halt Schnitzel. Geil, Freunde. So, Mutter. So. Hab gehört. Heute gibt's lecker Schnitzel. Du machst hier schon Futterchen. Mhm. Geil Fleisch. Okay, Mutter. Guck mal, Statusbericht. Hier. Lecker Schnitzel, Leute. Nice. Oma und Opa sind natürlich auch da. Die lassen sich dieses Mal natürlich nicht entgehen. Hallo. Hallo. Lecker. Ach ja, Freunde. Wir haben es jetzt 9:30. Leider kann man die Berge jetzt nicht mehr so schön bewundern. Es ist schon wieder ziemlich wolkig hier. Oma und Opa sind gerade gegangen. Essen war auch wieder nice. Also, Freunde, Schnitzel. Immer wieder geil. Morgen machen wir noch eine Rundfahrt zum Rhonegletscher. Das ist irgendwo da hinten. Das sieht gut aus. So macht man das, nehme ich. So. Oho. Ja? Diese Technik. Auf jeden Fall wird der Gletscher nochmal was Nettes zum Ansehen. Wird jedenfalls sehr interessant nochmal morgen und ich glaube, da gibt es auch ein paar geile Bilder vom Gletscher. Also da würde ich sagen, bis morgen und wir sehen uns. Freunde, haut rein!